Ich bin gespannt. Kommt, Leute, wollen wir mal das erste Video gucken? Ich habe auch Bock, mal wieder hart einen wegzureacten. Freunde, let's did it. Komm, wir fangen mit was Leichtem an. Jetzt wird's interessant. Ich bin gespannt, weil ganz viele Leute haben mir ein Video geschickt, wo sie unbedingt meine Meinung dazu haben wollen. Ich finde ja immer interessant, dass immer alle meine Meinung haben wollen oder wissen wollen. Wie denke ich darüber, ne? Finde ich spannend, weil immer wenn ihr mich das fragt, habt ihr das Gefühl, halt, stopp, wartet mal, könnte hier so sein, weiß ich nicht, habe ich noch nicht gesehen, aber wir gehen rein und zwar zu Hey Aaron. Giraffen, Kacke und Schildkröten, die Praktikum Tierpark Berlin. Habt ihr mir ganz oft geschickt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer Aaron ist. Das ist jetzt wieder so ein Ding. Schande über mein Haupt, Schande über mein Haupt, nicht auf mein Haupt, ganz genau. Dass ich wieder schon wieder nicht weiß, wer das ist. Ne? Keine Ahnung. Aber ihr wisst das natürlich alle. Ne? Scheint ein ziemlich berühmter Mensch zu sein. 1,2 Millionen Abonnenten ist natürlich auch auf jeden Fall sehr krass. Und der hat wohl ein Praktikum im Tierpark Berlin gemacht. Klar, dass sich der Tierpark Berlin nicht zu verwechseln mit dem Zoo Berlin, sind zwei unterschiedliche Sachen, glaube ich. Natürlich ist natürlich geil, dass die sich jemanden geholt haben mit einer großen Reichweite, mit Jugendlichen. Und na, ich bin mal gespannt. Hallo, ich bin Svenja, ich bin die Leiterin der Tierparkschule und heute ist Aaron. Willkommen im Okay, östlichsten Tierpark hier bei uns im Tierpark. Im Hallo größten Svenja. Tierpark. Hallo. Was machen wir Schönes? Du wirst heute Tierpfleger für einen Tag sein bei uns im Tierpark. Wenn ich es gut mache, können wir einen Löwen verlosen? Nee, machen wir nicht. Panda-Bär? Wir schauen mal, wir schauen mal. Ghostbusters, geil. Ein Aaron für alle Stelle ich Fälle. Dir gut aus? Ja, ich finde auch, steht dir gut. Ist das ein Format, liebe Freunde? Ist das ein Praktikumsformat? Macht er mehrere so eine Dinge? Das wäre jetzt meine Frage, weil es scheint ja irgendwie so. Praktikum im Tierpark, ein Fall für Aaron. Er geht irgendwo hin und macht einen Tag vermutlich irgendwas, nehme ich mal an, oder was, ne? Zum Bären packen und wir ins Gehege. Das machen wir gleich. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt erstmal unser Fortbewegungsmittel im Ja. Tierpark. Ja, wir sind alle super sportlich am strammen Oberschenkel. Wir fahren jetzt erstmal zu Hertha. Du lernst jetzt erstmal die Tiere ein bisschen Ja. kennen und dann geht's weiter hinter die Kulissen. Und wie kommt, muss Timo hinterher rennen? Ja. Timo, musst du hinterher rennen? Ah, der Kameramann, das kennen meine Jungs schon. Oh, ich will wieder Kind sein. Wandertag hier. Hier seht ihr schon, schöner Vergleich zwischen Zoo und Tierpark, wie der Name schon sagt. Ne? Es ist ein Park mit Tieren und vereinzelten Gehegen und so, was ich grundsätzlich erstmal besser finde als einen kleinen Zoo oder ein Zoo auf engem Raum, viele Arten. Ich glaube auch, dass der Berliner Zoo, wenn ich mich recht erinnere, Schande auf über mein Haupt, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, ich glaube, der artenreichste in Deutschland und auch mit einer der artenreichsten in Europa ist. Massive Anzahl verschiedener Arten auf kleinsten Raum. Ich fände es übrigens geil, nur mal so als Zoo-Lösung für die Zukunft. Ihr wisst, wie ich zu Zoo stehe. Ich mag sie überhaupt nicht. Ich finde, sie sind sinnlos. Das ist aber ein anderes Video. Ich glaube, dass die Zukunft der Zoos so aussehen könnte, was ich geil finden würde, wenn das Tier dann irgendwann gestorben ist oder die Tiere nicht neue holt oder die man hat, in Rente schickt. Und diese Zooanlagen, die ja teilweise richtig geil sind und super gelegen, in solche Parks umwandelt und die Tiere kommen lässt, die eh dahin kommen wollen, von alleine. Wildschweine, Füchse, Eichelhäher. Also lasst die Tiere da einfach sein, die dahin kommen wollen. Und die schaut man sich dann an. Fände ich, wäre ein Lösungsvorschlag, ne? Okay, dann gucken wir mal, was Aaron hier so treibt. Ja, ist gut, ne? Ach, die Bäume. Ja, geil. Guck Schon mal mal, gut. Timo, so groß ist ein Eisberg und so groß bin ich. Ich bin übrigens laut Musterung 1,88 und laut Waage 95. So, da ist die Hertha. Genau, Die. das hintere ist Hertha Ja. und vorne dran, das ist Tonja, das ist die Mama. Genau. Sind diese Netze hier, falls ein Kind von einer Kita nicht hört, dass du der Erzieher so wah und falls. Genau. Schnuller, Jacken, Wirklich? Mützen, alles. Ich denke immer daran, ne? Also ich war ja auch immer sehr, sehr gerne im Zoo, auch als Kind, habe mir das alles angeschaut, habe das nie hinterfragt. Die meisten Menschen, die in den Zoo gehen, hinterfragen das natürlich auch nicht. Deswegen sind wir hier bei Mission Erde, um mal ein bisschen zu hinterfragen. Und wenn ich solche Bilder immer sehe, dann frage ich mich, was soll das? Weil die Eisbären sind ja nachgezüchtet oder kommen aus der freien Natur. Diese sind vermutlich nachgezüchtet. Ich kenne deren Herkunft nicht genau. Was bringt es dem Eisbär in der Arktis, wenn diese zwei
Tiere hier auf Beton bzw. auf Stein hocken. Schon mal und in dieser Umgebung, Leute, ihr wisst, wo der Eisbär lebt. Ich brauche es euch nicht zeigen. Ihr wisst selber, wo die Eisbären leben. Und was haben die da den ganzen Tag zu tun? Da wird ja immer argumentiert mit, die müssen sich ja keine Nahrung suchen, die werden fürstlich verpflegt, deshalb müssen sie auch keine weiten Strecken laufen. Das ist natürlich alles Quatsch, weil so ein Tier hat natürlich auch psychische Ansprüche, die gerne umsetzen möchte. Und das hier hinten ist vermutlich ein sogenanntes Enrichment-Tool. Das heißt, hier hängt eine Kette runter mit irgendwie einem Rohr mit Löchern drin. Da kannst du Futter reinfüllen, das müssen sich dann rauspopeln. Das ist dann Beschäftigungstherapie. Aber guck mal, ich will nicht zu sehr vorverurteilen. Wir gehen mal ins Video rein und schauen uns mal an, was es über die tollen Eisbären zu sagen gibt. Liegt hier rein. Wie oft kommt so ein Anruf und sagt, mein iPhone liegt im Eisbärengehege. Ich brauche mal Hilfe. Wir haben im Affenhaus so eine Sammelbox für Smartphones. Wirklich? Und da kann man die dann reinmachen. Also es passiert nicht oft, aber ja, es ist ein Sprungschutz. Aaron scheint keine Ahnung von Zoos zu haben, beziehungsweise sich auch nicht mit dem Thema zu beschäftigen, weil das ist ja völlig unreflektiertes Gequatsche über Smartphones und Kinder, die da reinfallen, anstatt sich über die Tiere zu unterhalten oder wie geht's denen, warum sind die hier, was machen die, was können Kinder hier lernen. Das ist nicht vorwurfsvoll gemeint, das hat einfach was damit zu tun, das ist diese Unbedarftheit, dass man so auf diesem Auge des Tierschutzes und des Hinterfragens völlig blind ist als normaler Mensch, weil wir das so anerzogen bekommen haben. Als Kinder schon, wie man in den Zoo geht und so weiter. Das ist alles ein bisschen schwierig. Und smarter Move vom Tierpark. Kudos, gehen raus an euch, euch so einen prominenten Menschen ins Boot zu holen, der natürlich für einen Wahnsinns-Outreach sorgt. Und wenn er jetzt die ganze Zeit so ist und niemals hinterfragt und das ein positives Zoo-Video wird, dann alles richtig gemacht, Tierpark. Und theoretisch, ein Eisbär ist ja recht groß, damit er auch nicht versucht, dann da hochzuklettern, was eigentlich nicht passieren kann, aber ja. Ich mag das Wörtchen eigentlich. Wir gehen jetzt wieder aufs Rad und wir fahren jetzt zu einem der bekanntesten Häuser hier im Tierpark, das ist das Alfred-Brehm-Haus. An der Stelle, Aaron, frag doch mal, wie geht's denn dem eigentlich? Wo kommt denn der her? Was macht er hier? Wieso ist er hier? Blabla. Kommt nicht, da, ne? Da sind Tiger, Bären. Ja, da müffelt's immer ein bisschen. Ja, und da arbeitest du heute. Cool. Gut, aber aufs Rad. Der Hahn sieht aber schon wild aus. Ja, der hat eine Schlaghose. Ich finde, Hühner wirken immer arrogant. Finde ich auch. Finde ich gar nicht. Ich liebe Hühner und ich habe auch den Ursprungsdschungel schon besucht, wo diese Hühner herkommen, auf den Philippinen. Da hocken die im Dschungel und laufen als Junglefowl da irgendwie durch die Walachei. Und es ist so geil, das zu sehen, wie Hühner wild leben. Völlig, völlig abgefahren. Und man denkt, warte mal, also ihr müsst doch hier irgendwie auf so einem Bauernhof oder so oder irgendwo auf einer Stange sitzen. Nee, leben da im Dschungel. Müsst ihr euch mal reinziehen, irgendwann. Ich habe auch Videos dazu. Hau ich vielleicht mal irgendwann raus. So wie die laufen, so, ich will was Besseres. Wie oft passiert es, dass so einer kommt, du Svenja, der Koala ist weg. Heute erst im Radio gehört, Deutschlandfunk Nova, hat irgendjemand wieder irgendwo einen Affen geklaut für 10.000 Euro wert? Passiert in Zoos, redet keiner drüber, passiert permanent, passiert ständig, weil Wildtiere, gerade kleinere Wildtiere, Vögel, Affen, Echsen, die Stars, werden permanent geklaut. Auch mal ein Pinguin, gab es auch schon Fälle, wer sich daran erinnert. Also Tiere verschwinden auch aus Zoos und werden mitgenommen von verschiedenen Personen. So, das passiert da auch. Spricht nur niemand drüber. Und die Zoos schon gar nicht. Ist es so wie bei Madagaskar, dass die sich auch nachts besuchen? Das weiß ich nicht. Ich könnte es mir vorstellen manchmal, wenn man hier morgen... Roter Panda, sehr schönes Tier. Hoffe ich, dass ich den mal irgendwann in der freien Natur sehe, in Asien. Das wäre wirklich toll. Ganz tolles Tier. So ankommt und die so ein bisschen verschallert aussehen, dass die eine wilde Nacht hatten. Aber dass der hier rüberspringt, passiert nicht. Und das? Sagte sie, der Wassergraben fror zu und der Luchs ging übers Eis und verschwandelt. Wer ist dann am Ende meistens der Leidtragende? Der Tierpfleger, der Zoo oder das Wildtier? Roter Panda-Bär. Genau. Ich hätte den eher roter Waschbär. Hallo! gewöhnt man sich daran, dass auf einmal erwachsene Leute reden wie kleine Kinder? Ja. Und kleine Kinder sind? Ja. Der hat kurz den Baumstamm gerammelt. Wie viel habt ihr von denen? Zwei Stück sind hier drin. Und wie heißen die? Os heißt der Kleine. Warum Os? Wegen des Fußballtrainers. Und wie fühlen die sich? Die sind nämlich Pate hier, Union. Ach so. Genau, und Urs Fischer war auch da und hat ihn dann auch getauft. Wie tauft man ein Tier? Nimmt er den so im Arm und tröpfelt Wasser drüber? Nee, man... Oh, das ist eigentlich so, dass ich es mir nicht angucken kann, Freunde. Ich mache das jetzt, ne? Ihr wisst, dass ich ein hohes Fremdschamempfinden habe.
Und das ist hier gerade nichts gegen dich, Aaron, aber... Ah, nein. Ah, ich kann nicht. Aber gut, ich mach das für euch. Freunde, das ist... Hier, der Chat schreibt auch schon, ihr fühlt es ist... Ah, das ist so, wie wenn Fritz Thomas Gast Videos guckt. Fühlt sich großartig und kauft dann das hier mit. Okay. Und das ist der Urs und der andere, den könnten wir Max nennen, weil der schon wieder in der Umkleide ist und es ist einfach schon wieder Zeit für eine Auswechslung. Ja, das können wir machen. Genau, und das ist halt das Schwierige als Tierpfleger, was du gleich merken wirst, weil diese ganzen Löcher und so, das muss ja alles auch sauber gemacht werden. Und da kacken die ja auch rein. Und das muss man dann auch sauber machen. Muss ich halt so einen riesen Tigerhaufen wegmachen? Es kann sein. Das Tolle ist, hier im Tierpark kann man auch sagen, guck mal, ein fetter Esel, man weiß nicht, ob ich den Mann da meine oder den Esel. Genau so ist das. Guck mal, ein fetter Esel. Aaron, wir sind am Alfred-Brehm-Haus angekommen. Ich gebe dich jetzt ab. Kenn ich. An meinen Kollegen Mario. Mario, moin. Mario hat richtig Bock. Hallo, herzlich willkommen. Mario ist hier der Chef. Ach, das ist dein Haus. Ich freue mich so drauf. Ich war da als Kind so oft drin. Und erst wenn man das erste Mal drin einatmet, weiß man, man ist im Tierpark. Also natürlich weiß ich, dass Alfred Brehm von 1827 bis 1884 gelebt hat. Und wo? In Brehm. Schön, was man alles im Zoo lernen kann. Doch. Wir haben überall Bildungsstationen. Also das gab's alles. Bildungsstationen, ja, das ist immer... Das musst ja, du musst ja irgendwie eine Station im Zoo einrichten, damit wenigstens irgendwie ein bisschen Bildung passiert. Es gibt ja die entsprechenden Studien. Das werdet ihr auch ganz leicht auf Google Scholar finden oder wenn ihr euch damit ein bisschen beschäftigt. Die zeigen, dass Kinder im Zoo tatsächlich sehr wenig nur lernen und dass sie viel, viel besser lernen würden, wären es geführte Zoo-Rundgänge von Experten, die dazu was erklären. Aber alleine kannst du dir das alles gar nicht herleiten. Und es gibt ja auch Studien, die besagen, ne, dass Kinder im Durchschnitt etwa 11 Sekunden vor solchen Gehegen stehen. Und was lernst du in 11 Sekunden? Da sage ich ja immer wieder, eigentlich eher nichts. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass Kinder sogar dümmer aus einem Zoo herausgehen, als dass sie hineingegangen sind, weil sie einfach ein falsches Bild von wilden Tieren erhalten. Und da ändern auch solche Bildungsstationen natürlich nicht viel dran, die man ja auch haben könnte, ohne Tiere zu quälen und einzusperren. Aber, ne, keine Unterstellung, jeder Tierpfleger, jeder Revierleiter ist er vermutlich, meint es ja gut mit den Tieren und macht seinen Job so gut es eben geht und will den Tieren das beste Leben ermöglichen. Und niemand will im Zoo Tiere quälen. Ich habe das in meinem letzten Podcast auch gesagt, bei Ocean Crime kommt demnächst, bei Bracenet werdet ihr den hören. Niemand möchte den Tieren etwas Böses von den Zooleuten. Die möchten denen etwas Gutes. Sie haben halt nur noch nicht so richtig diesen einen Schritt weiter verstanden, wie es den Tieren wirklich geht. Oder sie wollen es nicht verstehen, so wie ich früher eben auch war. Wenn es 7 wären, könnten wir schön die Welt entdecken. Kannst dann noch ein bisschen rumdrücken und was lernen. Guck mal, wie geil wären solche Bildungsstationen ohne eingesperrte Tiere? Fände ich mega. Das ist ein Burger, Pommes. Ja, ich habe selber noch viel gelernt. Ein erschreckendes Beispiel, wie viel Erdöl in allen Sachen drin ist. Ah, ja. Okay. Dann kannst du mal ein bisschen rumscannen. Passt immer im Dschungelhaus, so ein bisschen Erdölkram. Da ist ein Klopfer. Probier doch mal Shampoo. Shampoo, wo ist denn Shampoo? Weiß ich nicht, irgendeine Plastikflasche oder Weichspüler. Hier in der Creme. Wasser, Erdölpalme, überall. Also nicht immer 1 cm Creme drauf machen, sondern recht auf Millimeter. Ich bin geschockt beim Klopapier. Und dazu musste in den Zoo gehen. Halt, 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 was war denn das hier? Das ist doch nicht ein Canon-Kameradeckel. Seid ihr verrückt oder was? Doch, Millimeter. Ich bin geschockt beim Klopapier. Nee, ist es nicht, oder? Ich frag mich, hättet ihr mal so leerstellen, könnte man ja mit der JVA Tegel reden. Hier ist übrigens ein Nashorn und hier ist ein Ab... JVA Tegel, Justizvollzugsanstalt? Das ist ein Aaron, das ist ein hartgeiler Vergleich. Häftlinge und ja, ja, okay. Oh, da sieht man ein Huhn, was nicht mehr lebt. Und dahinter ist... Nein! Aber warum ist der Tiger jetzt nicht das Hühnchen? Ja, um ehrlich zu sein, hatte die gestern eine Eisbombe und die war ziemlich üppig und jetzt hat sie einfach noch keinen Appetit. Ja. Also wir versuchen die Tiere natürlich auch immer nicht nur satt zu füttern und rumliegen zu haben, obwohl es bei einer Raubkatze, wenn die nicht jagt, auch normal sein kann. Nicht jeder Art, aber es gibt Arten, die neigen dazu, der Tiger nicht unbedingt, aber die macht es gerade. Ja, und um Tiere zu beschäftigen, ist natürlich überall der Trend, die Nahrungsaufnahme ein bisschen knifflig zu machen. Aha. Das sogenannte, wie gesagt, Enrichment, ne, dass man dem Tier das nicht einfach so ins Becken oder ins Gehege wirft, sondern dass du das für das Tier etwas anspruchsvoll machst. Das Dumme ist nur, wenn du jetzt einen Gorilla hast oder einen Tiger oder so, Tiere, die also älter als 5 oder 10 oder 15 Jahre werden können, dass du natürlich nach 10 verschiedenen Enrichments hast du auch verstanden, hast du auch kapiert und auch das wird für so ein Tier über kurz oder lang extrem langweilig und dann eben nicht mehr enrichend, wie man so schön sagt. Also von daher...
Und der Chat schreibt es ja auch schon sehr artgerecht mit so einer Eisbombe. Ja, ne, du musst halt dir immer wieder was einfallen lassen, damit du die Tiere ein bisschen von ihrer Langeweile ablenkst. Weil sie langweilen sich tatsächlich im Tier mehr im Zoo oder Tierpark tatsächlich mehr oder weniger zu Tode. Und wenn du das siehst, der Tiger hat hier ein paar hundert Quadratmeter, kann hin und her laufen. That's it. Mehr passiert ja nicht. Okay. Und da kann man auch eine Eisbombe machen oder was verstecken. Machen wir nachher auch noch für die Bären. Ja, ihr habt es ja sehr knifflig gemacht mit dem Huhn verstecken von dem Tier. Also, das ist der Inscope und das ist der Ron. Ich finde diese ganzen neuen Glasschirme. Ibo Profaxe. Doch, länger nicht hier. Bombastisch gut. Komm, wir gehen mal noch. Hier ist er. Ist ja ein richtig neues Erlebnis. Guter Punkt. Jetzt habt ihr hier ein was festgestellt. Aaron geht rein und sagt, boah, ist ja richtig geil. Glasscheiben, oh krass. Und der liegt hier, ist ja richtig gut. Kleiner psychologischer Trick der Zoos, Aquarien und Tierparks. Sehr, sehr geil. Smarter Move habe ich früher auch gemacht. Ich nannte das im Aquarienbereich Agua Design. Dinge für den Besucher und Zuschauer so schön erlebbar machst, dass er denkt, hier ist ja alles geil. Hier ist alles wunderschön. Dem Tier geht's gut, super geil. Du musst aber dabei immer beachten, kleiner Tipp für alle Aqua-Designer und Zoo-Scaper und was weiß ich, immer so machen, dass ich das Tier nicht verstecken kann, damit man das auch wirklich immer sieht und man nicht enttäuschte Zoo- und Aquariumbesucher hat. Ganz wichtiger Punkt. Herr Lehmann, machen Sie es möglichst schön für alle, aber nicht so, dass sich die Tiere verstecken können, okay? Aber Effekt bei Aaron, perfekt. Schön überall grüne Pflanzen hin, überall Artenschutz hinschreiben und dann hat das auch die entsprechende Wirkung beim Besucher. Top, top gemacht, Tierpark. Guck mal, hier sind auch ganz viele Vögel. Ja, hier sind auch ein paar Piepmätzchen drin, Tatsache. Aber die sind halt auch, wenn so Licht dahinterher läuft. Man muss mal. Übrigens spannend, in Köln ist ja neulich so ein Tropenhaus abgefackelt, inklusive der Tiere, Fledermäuse, Vögel und so weiter. Habe ich mich gefragt, warum es eigentlich in solchen Häusern keine Beregnungs- oder Sprüh- oder Löschanlagen gibt. Denen scheinen die Tiere egal zu sein, weil es sind ja auch vom Aussterben bedrohte Arten teilweise dabei gewesen, soweit ich das weiß. Und die sind alle jämmerlich verbrannt in so einer Halle. Das ist natürlich schade, ne? Aber gut. Es ist ja ein gesünderer Teller, als ich einmal im Jahr esse. Ja. Du läufst jetzt hier einmal am Tag so rum und sagst, ja, oh, das ist gut, alle vier Krokodile sind da. Ganz genau. Und den Rest des Tages spiele ich oben solitär. Nee, man ist Tatsache so eine Mischung aus ganz normaler Tierpfleger, Mädchen für alles. Mitentscheider, Futterbesteller. Wo bestellt. Hat Artenschützer vergessen. Man nennt Tierfutter. Was ist denn der Tiger da so? Ja, die Tiger kriegen natürlich Fleisch in der Hauptsache. Ja, aber wo kriegt man, geht man da auf Fleisch 24? Ich hätte gern 5 Tonnen. Der Tierpark ist natürlich, der Tierpark ist so groß, dass er auch eine kleine Abteilung für Futterbeschaffung hat und eine Futterküche hat, wo Futter schon vorbereitet wird, teilweise für die Tiere. Und teilweise kriegen die Tiere geileres Essen als wir Menschen. Das ist manchmal, es war abgefahren, was ich an Tiere verfüttert habe, an geilstem Shit, wo ich dachte, also warte mal ganz kurz, so gut esse ich selber nicht oder so gut kaufe ich selber gar nicht ein. Im Moment am schwersten zu sehende Tier ist dieser Kantschil. Das ist auch das einzige Säugetier in der Halle. Lebt sehr versteckt hier unterm Laub. Wie oft macht ihr denn so eine. Ob der noch da ist oder nicht, das weiß man nicht. Vielleicht hat ihn auch jemand gegriffen und in den Rucksack gesteckt. Inventur? Nennt man das Inventur? Ja, also wir wollen natürlich möglichst oft alle Tiere sehen. Zum Beispiel in der Halle hier ist es aber wahnsinnig schwer. Das heißt, wir haben einfach einen DIN A4-Ausdruck, eine Excel-Tabelle, wo die Tierart drin steht. Und dann schreiben wir jeden Tag auf, was haben wir denn heute wirklich gesehen. Sodass wir über Monate einen Überblick kriegen. Also wenn uns jetzt zwei Vögel monatelang fehlen, dann spätestens dann fangen wir an, uns richtig Sorgen zu machen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt sozusagen im Backup-Bereich der Brillenpinguine. Haben die eine Brille auf? Richtig. Werden wir gleich sehen, ja. Okay. Manche haben auch eine Narbe auf der Stirn. Wir werden jetzt einfach mal ein paar Fische vorbereiten, weil die Tiere nämlich einmal am Tag so eine Vitamin- und Salztablette kriegen. Die nennt sich Fisch-Eater-Tablets. Fressen die natürlich nicht so und deswegen. Was passiert, wenn ich das esse? Habe ich noch nie ausprobiert, aber ich habe schon Katzenfutter gekostet und alles Mögliche, aber von denen habe ich noch nicht gekostet. Aber irgendwie ein sympathischer Typ. Muss man ihm lassen, ist ein sympathischer Typ. Alles cool, ne? Ich hasse ja Fisch. Ich kann nicht mal Fisch abmachen von der Angel. Habe ich gesagt, ich auch? Nee, habe ich nicht gesagt, oder? Nein. Ja, Fisch ist schon speziell, riecht doch immer ein bisschen. Jetzt müssen wir einfach gucken, ob man, also es gibt zwei Möglichkeiten. So, und jetzt stellt euch mal vor, so einen Brillenpinguin. Könnt ihr mal nachgucken, wo der lebt und was der so frisst. Wikipedia erklärt, jeden Tag völlig verschiedene Nahrung an verschiedenen Fischsorten und alles, was ein Pinguin sich eben so reinpfeift. Und dann müsst ihr euch vorstellen, auch das habe ich ja früher selber gemacht, der kriegt jeden Tag immer das Gleiche. Wie geil kann es sein, so als Pinguin, 10, 12 Jahre lang jeden Tag denselben Kram zu bekommen? Wenn ich die Tablette so tief ins Maul rein, dass du sicher bist, dass sie nicht rausflutscht, okay. Noch besser geht es aber, wenn man die so hinter die Kiemen macht. Dann machen wir jetzt einfach bis unsere Tablette.
So einen schönen, wabbelig gefrorenen Hering. Ach, das habe ich meinen Seehunden früher auch immer verfüttert. Das haben die jeden Tag von mir gekriegt, ne? Jahrelang. Verrückt eigentlich. Und ich habe das nie hinterfragt, ich Trottel. In alle Sinn? Ach, guck mal, natürlich. Ihr habt ja auch einen Tierarzt. Wie viele Tierärzte arbeiten hier? Also wir haben zwei festangestellte Tierärzte. Die sind einfach 24-7 da. Na, und 24 wenn der, nicht, aber ja, 7. Ja, wenn der, die teilen sich rein, genau wie die Tierpfleger sich ja auch reinteilen. Okay, und wenn der Bär Schnupfen hat, dann sind sie am Start. Richtig. Boah, es riecht schon doll nach Fisch. Das erinnert mich so ein bisschen an den letzten Dreh mit Dagi Bee. Also mir wurde gerade gesagt, Aaron, A, wegen Hygiene auch dem Tier gegenüber, immer Handschuhe, aber wir haben verschiedene. Wir haben einmal die, aber die Tiere können auch hacken und da wäre das bisschen einfach. Ich mag meine Finger. Ja, ich will nicht. Nicht zu unterschätzen, der Pinguinschnabel. Ich wurde schon oft gebissen vom Pinguin. Alter Schwede, in Zeiten, wo ich in Argentinien in den Pinguinkolonien gehockt habe, ja, die können ganz schön Rabatz machen. Und wenn man mal so ein... Habt ihr euch mal eine Pinguinzunge angeguckt? Ich will nicht sagen, ist in meinem nächsten vielleicht Buch drin, aber vielleicht ist es drin. 5 Bier! Kannst du mir mal alle vorstellen? Wer ist das? Das ist auf jeden Fall die Emma. Nein, kann ich natürlich nicht. Hättest du es durchgezogen, hätte ich sie geglaubt. Schön so eine Pinguinanlage, ne? Bisschen Rasen, paar Steine, ein bisschen Wasser. Boah, wenn ihr euch nur anguckt, wie die eigentlich leben und wie die durchs Wasser düsen und durch den Kelb und in die Wellen springen und boah, so krass. Und wie die in riesigen Kolonien sich ihre Partner suchen, hocken die halt hier, ne, immer mit Kabelbinder um ihren Flügel. Ach, das ist nix. Es gibt tatsächlich Kollegen, die das können ist Pinguine können wir nicht einen Aaron nennen? Und, guck mal, der so grimmig guckt. Können wir uns für nächstes Jahr einen aufheben? Aber immer mit die beliebtesten Zootiere überhaupt muss eigentlich jeder Zoo einen Tierpark haben, weil die Leute lieben einfach Pinguine. Ach, guck mal hier, auch die Jungtiere, ne, also... Kriegen auch regelmäßig Jungtiere, sind auch relativ easy zu züchten, geht immer. Muss man jetzt nicht unbedingt aus der Wildnis fangen. Es gibt aber auch Pinguinarten, die in Asien gehalten werden oder die auch, habe ich die in Deutschland schon mal gesehen? Lass mich kurz überlegen, ich glaube nicht. Aber im Ausland auf jeden Fall sowas wie Königspinguine, die musst du dir fangen. Da ist nichts mit Nachzucht. Die mir zuhören, das habe ich auf Arbeit mit Angestellten nie. Guck mal hier. Hast du Angestellte? Ja, leider. Oh. Und wie stellen die sich an? So wie die da, die prügeln sich um Fisch. Du hast ja wirklich einen harten Job. Ich habe Pinguine. Ja, ich weiß. Dass du nicht Burnout hast. Also jeder, der das mal machen will, wir machen auch Lieblingstierbesuche bei den Pinguinen. Das kann. Und nicht vergessen, liebe Freunde und aufmerksamen Zuschauer, wo leben Pinguine? Am Meer. Und in was für Wasser tauchen Pinguine? Salzwasser. Ist das hier Salzwasser? Oder kriegen die Salztabletten im Fisch als Supplemente? Ihr merkt schon, das sind alles Fragen, die man sich normalerweise als Zoobesucher nicht stellt, die niemand thematisiert, aber die man aus meiner Sicht einfach thematisieren sollte. Und deswegen finde ich schön, dass ihr solche Videos von mir hier schaut und mir hier zuhört und finde ich gut. Gefällt mir. Dann komme ich hier mit dir rein und kann die füttern. Ganz genau. Die zittern so. Ja, das hat mir auch schon aufgefallen, aber es kann nicht die Temperatur sein, weil es sind Pinguine. Wir sind jetzt hier im Bärengehege. Ich kann aber... Zittern ist bei Vögeln manchmal auch ein Ausdruck von Stress oder Krankheiten und ja, ach gut, keine Ferndiagnosen, machen wir so nicht. Okay. Kein Bär hier. Guck mal, Timo. Oh. Ja, ganz genau. Eigentlich wollte ich es nicht erklären. Bärenkacke wegmachen. Ja, weil es ein ganz normaler Teil unserer Arbeit ist. Und weil du denkst, wenn du heute schon Praktikanten, der hatte Paprika, würde ich sagen. Oh, hier ist ein Riesenhaufen. Richtig schön schmieriger, wenn du Glück hast. Kaki, kaki. Du weißt, es gibt aber so Startups, ja, da kannst du, wenn du jemanden hast, den Scheiße schicken. Das heißt, man könnte hier die abpacken. Das habe ich auch schon. Finde ich interessant. Gehen wir rein, sollten wir machen. Ich hätte da ein paar Adressen. Also ich glaube sogar auch Elefantenkacke an. Ja, das ist ein richtiger Nemo. Ich hab genug auf meiner Liste. Wo kommt die eigentlich her? Ja, wahrscheinlich von irgendeinem Flieger, der sich nebenbei was verdient. Von hier nicht? Das ist so eine kleine Baum. Guck mal, ihr seht dann zum Beispiel auch in Zoos und Tierparks ganz oft diese Pfade. In der Natur wäre das ein Wildpfad, also oder ein Wildwechsel, ne, von Tieren, die das benutzen, weil sie immer wieder dieselben Strecken gehen oder weil sie einfach, wie sagt man so schön, warte, mir fehlt gerade das deutsche Wort. Tiere, die immer dasselbe machen. Creatures of Habit. Ihr wisst, was ich meine. So. Und im Zoo sieht man das dann ganz oft, dass immer wieder dieselben Pfade gelaufen werden und die sind dann auch ausgetreten. In Krefeld seht ihr das zum Beispiel mit dem Nashorn, da ist das ganz, ganz prominent, habt ihr in dem Krefeld-Video vielleicht gesehen. Immer mit dem Argus-Auge des Argus-Fisches da drauf gucken. Ja, da haben wir Löcher reingemacht, mit denen gibt es jetzt hier in unterschiedlichen Größen. Was kommt da rein? Snickers? Snickers könnte man auch machen, würden wir jetzt übelst drauf stehen, aber kriegen sie natürlich nicht. Mehlwürmer. Kein geschnittenes Obst und Gemüse. Also alles, was Dschungelcamp-Teilnehmer mit. Alles, was lecker ist für die Bären, kommt da rein. Honig kann man rüberschmieren, da fahren die übelst drauf ab.
Ist das? Ich dachte, das wäre ein Mythos. Nee, die Malaienbeeren, die mögen es wirklich sehr. Also aber sehr gute Beeren. Trauben. Meine ich ja. Das ist ja im Prinzip kein Hexenwerk. Machen wir einfach so Joker-Hotel. Überall mal eine Rosine rein. Überall mal ein paar... Ja, du kannst ja quasi... Und man sieht ja auch schon, der Tierpfleger, der mag seinen Job, der findet die Tiere geil. Und es ist ja auch alles sympathisch. Wenn nun nicht diese eine Frage wäre, ist das okay, ne? Tiere einzusperren oder nicht. Und wenn ich das hier sehe, denke ich schon wieder an eine Fackel von Fritz Meinecke. So. Du kannst ja einfach bedienen, mitmachen. Ja. Ja, lass dich schmecken. Schubidu, ich wäre so gern wie du. Gehört es eigentlich zu eurer Regel, dass man auch immer Dschungelbuch-Songs singen muss? Nee. Okay. Wird im Zoo nicht gesungen, weil das Dschungelbuch handelt ja von Baloo in der Freiheit und Mowgli in Indien. Halt, so, damit die Leute nicht mitkriegen, dass kein Bär da ist, muss man so laufen. Du bist aber auch ein Bär. Ah, super geil. Ich liebe Malaienbären. Also die sind so freakige Tiere. Man sieht die manchmal, ihr kennt die vielleicht aus irgendwelchen schrecklichen Facebook, TikTok oder Instagram-Videos. Wenn mal wieder so ein Malaienbär auf irgendeiner später entstehenden Palmölplantage abgefackelt ist. Dadurch, dass die sind nicht besonders klug und die leben in sehr engen Dschungelbereichen und wenn man den abfackelt, um da wie gesagt später Palmöl draufzustellen, dann fackeln die manchmal ab, dann liegen die so ganz ekelhaft auf so einer Fläche, dann wird ein Video darüber gemacht und gesagt, ein Chupacabra-artiges Monster wurde wieder gesehen und dann rätseln die Leute, ich kriege ganz viele Videos von meiner Community zugeschickt und Robert, kannst du sagen, was das für ein Tier ist? Und dann sagst du dann immer, verdammte Scheiße, wie oft er nur noch ist, halt ein Malaienbär. So, ich finde der Malaienbär ist ganz anders als alle anderen Bären. Ein Bär ist ein Bär und dann gibt's irgendwie Malaienbären. Ich finde die, oh, guck doch mal. So. Und mit dem legst du dich auch nicht an. Ich sehe gerade, der Bär freut sich, der isst. Typische Reaktion eines Zoobesuchers, der isst, der Bär freut sich. Woher willst du wissen, dass der sich freut? Woran machst du das fest? Etwa an der Tierpark Studie aus Neumünster, die besagt, dass 84% der Tiere im Zoo, dass es denen gut geht, die ich bis heute nicht lesen durfte und die nicht öffentlich ist, die aber zitiert wird von Zeitungen und vom Tierpark in der Öffentlichkeit, die nur nicht zugänglich ist, vom Tierpark finanziert, von einer dort ansässigen Praktikantin hergestellt. Redest du deswegen davon? Ihr merkt schon. Ich muss wieder einen Gang runterschalten. Wir schalten von 5 auf 4. Ja, guck mal, wie schnell die sind. Die können düsen. Oh hier, kleine Verformung. Landschildkröten mochte ich schon immer, sind für viele Kinder auch super langweilig. Und manchmal hast du die für 100 Jahre im Zoo, ist auch krass. Ne? Einige von denen können ja über 200 werden. Immer spannend, ist ein Zootier, was einfach zu pflegen ist, relativ entspannt zu handeln, auf kleiner Fläche gehalten werden kann. Schildkröten, geil, so verformt, nicht so geil. Wäre jetzt mal spannend zu wissen, warum die so verformt ist. Ne? Wenn du magst, können wir auch mal reingehen. Musst aber aufpassen, wenn die laufen, sind die Panzer ja oben. Manchmal machen die spontan einfach so und die sind halt schwer und es tut einfach weh. Also. Guck mal, die rammeln. Ja, machen die auch. Das ist der Hannibal. Heißt der wirklich Hannibal? Der heißt Hannibal. Und ja. Hannibal erobert gerade. Wir brauchen mal die Geräusche. Ja, so. Schön, wie die da leben. Ne? Finde ich wirklich richtig. Auch hier, kennt ihr Bilder von mir und Videos, wie ich Schildkröten auf Galapagos zum Beispiel fotografiere? Mein und Bellas erstes Date zusammengefasst. Willst du Mo rüber? Lass mal schnuffeln. Was ein bisschen schade ist, guck mal, das Video geht jetzt 13 Minuten. Wir lernen überhaupt nichts. Bisher keinerlei Bildungseffekt, zero. Nur wie schön der Zoo ist und wie gut es den Tieren geht, bisschen füttern, Praktikum hier, da. Aber man lernt im Prinzip nichts. Bildungsauftrag bis jetzt wirklich komplett verfehlt. Sympathieauftrag. Für den Nichtwissenden auf jeden Fall erfüllt. Gut gemacht, Tierpark Berlin. Und schade, Aaron, dass du nicht besser Bescheid weißt. Das ist schade. Ja, komm. Vielleicht danach mal ein Praktikum bei einem Tierschützer oder einem Tierheim oder ähnliches. Oder bei einem Naturfotografen in der freien Natur. Das lege ich dir mal ans Herz. Hm. Wo ist denn der Kollege, der sich gerade so angestrengt hat? Der muss doch Hunger, ne? Schon geile Tiere, ne? Ach, aber Mann. Wir sind bei den Giraffen angekommen und es wird Zeit, heißes Thema, für dich wieder aktiv zu werden, denn ich übergebe dich nicht mehr an den Mario, sondern an unsere beste Frau Walter. Hallo Frau Walter, Aaron. Ich bin Claudia. Freut mich. Die Claudia weiß alles über Giraffen und noch viel mehr. Die kannst du jetzt ordentlich ausquetschen, aber ich denke, die wird dir auch auf den Zahn fühlen. Kacke aufsammeln habe ich schon bei den Bären gemacht. Okay.
Ist Giraffenkacke größer als Bärenkacke? Ich würde sagen, kleiner. Das ist so verrückt. Als Kind war ich wirklich hier immer mit Papa im Tierpark und jetzt gehe ich Backstage. Danke, Mama. Mama, immer nur füttern, Kacke aufsammeln. Leute, Infos. Nein. Jetzt bist du hier im Bisschen. Das ist für mich wirklich gerade so ein Aha-Effekt. Schön aber, Giraffenhaus. Wirklich, wirklich schön. Viel Beton, Stahl, Gitterchen, dies, das. Schön. Bei Timo normalerweise stand ich immer da. Da stand der Aaron mit langen Haaren und hat sich die Giraffen angeguckt. So, guck mal hier, weil ja die Frage kam, ne? Die Giraffen schlafen. Genau so. So schlafen Giraffen? Ja. Habe ich noch nie gesehen. Na ja, prima. Dann haben wir doch schon wieder was gelernt. Wusstet ihr übrigens, dass Zoos regelmäßig Giraffen umbringen? Obwohl sie teilweise, nicht jede Giraffenart, Vorsicht hier mit der Wahrheit, teilweise vom Aussterben bedroht sind, werden überzählige Tiere, überwiegend Menschen, die man in Zoos nicht gebrauchen kann, umgebracht. Weil überzählig. Zu wenig Platz, zu wenig Kapazität. Machen wir mal, gab es neulich einen schönen Bericht, ich glaube bei Quarks oder so. Sehr, sehr spannend. Ich habe Giraffen in Kenia damals oft fotografiert und gefilmt. Sehr, sehr majestätische, anmutige Tiere, die große Distanzen zurücklegen. Ich war beim Giraffe Walk immer der Guide und habe Menschen zu den Giraffen geführt, mit denen man auch rumlaufen konnte in der freien Natur. Guckt sie doch mal an. Wozu sind die da eigentlich? Der Nacktmull, eins der beliebtesten Tiere. Nicht? Also wofür die direkt da sind? Ich würde sagen, damit sie den Boden unter Afrika etwas auflockern. Jetzt haben wir das erste Mal was gelernt. Finde ich geil. Ist richtig. Ich habe die nämlich schon versucht, in Kenia zu fotografieren. Hab nächtelang in Kenia vor deren Erdhöhlen gesessen. Es ist wie so ein kleiner Vulkankegel. Oben offen. Und das ist alles, was ich jemals gesehen habe. Ich habe immer mit Rotlicht davor gesessen. Zwei Blitzen mit Bouncern davor, das ist nicht so hell ist, weil es sind ja blinde Tiere oder zumindest sehr, sehr wenigsichtige Tiere, die man nicht verblitzen will. Und erschrecken will, Kamera, ganz leicht da gesessen, Fernauslöser in 3 Metern Entfernung. Und ich wollte, damals gab es noch kein Infrarot oder so, sobald es rausguckt, bap, einmal dieses Tier fotografieren. Hat nie geklappt. Und ich hatte immer einen hinter mir stehen, der einen Stock dabei hatte, falls der Löwe kommt. Und ich mich immer gefragt habe, was passiert eigentlich, wenn der Löwe kommt? Ja, gut. Es ist immer die Frage, gell? Wenn man dann solche Tiere sieht, die ja auch in der Natur, in einem Bau leben. Und viel mehr passiert da auch nicht. Auch klar, macht ein Nacktmull natürlich mehr als im Bau zu hocken. Ist es so ein bisschen diese ethische Fragestellung, wo ist es eben noch okay? Bei einer Echse, bei einer Spinne, bei einer Kleinstschildkröte irgendwie okay, die in Gehegen zu halten und Giraffe dann nicht? Aber wo ist der Unterschied? Die Dicke ist die Obermutti? Ja, die ist die Obermutti. Gibt es ja nur eine Königin? Ach, und ein Mann, mit der sie, naja, ne? Alle anderen sind hier Angestellte. Nacktmulle, krass, das einzige Säugetier, was wie ein Ameisenstaat im Prinzip funktioniert, mit verschiedenen Aufgabenteilungen, so abgefahrenes Tier, eigentlich echt krass. Was passiert mit den anderen, wenn die sich mal rummachen oder machen die es nicht? Das machen sie nicht, weil die Königin, die unterdrückt seelisch. Wie viele sind denn da so in so einer Gang? Also im Augenblick haben wir ungefähr 48. Ja. Ungefähr um die 50 kann hier in unserer Gang hier leben. Und dann? Also was ist, wenn die Königin stirbt? Wer wird denn eine neue Königin? Na, dann findet ja kein Mobbing mehr statt und die Erste, die ihr Eisprung bekommt, wird Königin. Ja. Wie oft kriegen die so Babys? Und guck mal, wie viel diese Information erhält ein Kind, was einfach im Giraffengehege vorbeigeht und die Nacktmulle im Prinzip übersieht? Alle 80 Tage. Wirklich, alle 80? Kommen wir, also der Typ sagt, Schatz, wir müssen... Genau, nach 10 Tagen hat die Jungtiere werden geboren, nach 10 Tagen hat sie ihren Eisprung und dann... Schon wieder, wie viel drückt sie so raus? 26. Alles klar. So, das ist jetzt Ann-Kathrin. Hallo. Hallo, genau. Und die nehmen wir jetzt nämlich mit. Die passt auf, dass die Kameraleute nicht totgetreten werden. Oder auch. Denkt dran, Giraffen verletzen jedes Jahr über 100 Menschen und letztes Jahr ist sogar ein Naturfilmer gestorben. Hier nicht, ja? Okay, ja. Erst auf mich, dann auf... Erstmal auf meine Chefin natürlich. Natürlich, immer auf die Chefin. Ich hab's nicht jeden Tag, dass ich auf ein Gehege komme und mich 7 Giraffen angucke. Aber Giraffen könnt ihr euch so viele geile Sachen erzählen. Vom Blutdruck bis, ach so, alles geil. Was willst du denn hier? Das ist der größte, über 5 Meter. Das ist der Stänker, oder? Ja. Nur mal so, du kriegst in Deutschland übrigens auch Probleme, wenn du Giraffen transportieren willst, weil sie die Maximalhöhe für Trailer und fahrbares Gut überschreiten. Giraffen sorgen im Zoo immer wieder für Stress. Der Stänkermann. Aber ihr habt gemerkt, dass ich da bin, hat die Autorität gespürt und geht weg. Das ist schon gut. Aber wenn man die jetzt so hüpfen sieht, könnte man nicht denken, dass es 50 km/h werden können. Die können wirklich richtig schnell. Guck mal, warum interessieren wir die gar nicht mehr? Und guck mal, hier noch nicht, wie es der neueste Trend ist in vielen größeren Zoos, dass man Giraffen mit anderen Tieren vergesellschaftet, in sogenannten Afrika-Savannen-Zonen, wie auch immer.
Was dann natürlich auch ab und zu Konflikten führt, weil man sich gegenseitig nicht aus dem Weg gehen kann und dann auch mal ein Breitmaul-Nashorn in Rage so eine Giraffe mal schön wegspießt. Gibt es auch einige Videos davon. Also ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Man möchte das so artgerecht und schön haben für den Besucher. Das ist auch so, oh hier, guck mal, die Antilopen giggeln hier durchs Gehege, da hinten eine kleine Giraffe und da noch ein Nashorn und am besten lassen wir noch die Elefanten dazu. Das geht natürlich nicht. Aber am Wasserloch stehen noch ein paar Flamingos oder der Jabiru oder so. Sieht aber cool aus, sorgt aber dann auch für viele, was ich eben nicht aus dem Weg gehen kann, für viel Konfliktpotenzial. Und übrigens auch bei den Giraffen, wenn du Menschen da drin hast in der Herde, geht meistens nicht mehr als eins oder nur die Jungtiere. Und dann wird es irgendwann, sobald der andere Bulle geschlechtsreif ist, so sieht das dann aus. Und das will man nicht. Hallo! So. Wusstet ihr übrigens, woran man Menschengiraffen von Weibchengiraffen unterscheidet? Na? Hätte ich jetzt hier, das sind doch die Basic Information, die wir hier brauchen eigentlich. Aber die anderen, Henry hat gar keinen Bock, wa? So. Geil. Das kann ich den ganzen Tag machen. Frag mal die Giraffe, die muss das den ganzen Tag machen. Da stehen und das war's dann schon. Erinnere mich an Bella. So, dein Tag als Tierpfleger ist vorbei. Wie war's? Er war perfekt. Er wäre noch perfekter auch für die Zuschauer, wenn wir das Bison verlosen könnten. Das können wir nicht verlosen, aber du kannst Pate für das Waldbison werden. Ich bin jetzt... Schön gedroppt vom Zoo. Ihr könnt auch Pate werden. Dann müsst ihr nur im Monat 29,95 an den Zoo überweisen. Dann seid ihr Pate für echte, coole Tierartenschutzprojekte. Ah, geht mir da mal das Messer im Täschchen auf. Für den Typen, der nur rammeln darf. Nicht für die anderen, okay. Für den Guten. Ah, okay, okay. Aber es gibt die Möglichkeit, für alle möglichen Tiere im Tierpark Pate zu werden. Da kannst du einfach die Website von uns auschecken. Die ist in der Videobeschreibung. Das heißt, entweder holt euch eine Jahres... Ah, smarter Move, Tierpark Berlin. Smart seid ihr ja. Die kostet 55 Euro. Wenn ihr viermal kommt, habt ihr die schon drin. Wenn nicht, dann sind es 20 Euro mehr und ihr tut was Gutes. Oder ihr seid Pate. Man kann eine Bank mieten, einen Baum oder auch Tiere. Mieten ist nicht richtig, man wird einfach Pate, die genau. Gehören nicht euch, weil 150.000 Euro circa werden hier jeden Tag im Tierpark und Zoo gebraucht, um dass alle Tiere einen vollen Bauch haben. Genau, und mit der Patenschaft unterstützt du halt nicht nur, dass die Tiere was zu essen haben, sondern du gibst halt auch den Tierrevieren die Möglichkeit, daraus Tierbeschäftigung zu basteln und den Alltag der Tiere ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Also das ist ganz, ganz wichtig für uns. Oder ihr nehmt das Geld, was ihr in eine Tierpatenschaft eingesperrter Tiere gesteckt hättet, und investiert das in echte Artenschutzprojekte on-site, vor Ort, die euch interessieren. Find das besser, persönlich. Wenn ihr denkt, klar, Giraffenkökel aufsammeln macht nicht so einen Spaß, aber die füttern ja. Ey, 4 Leerstellen gibt es im Tierpark jedes Jahr. Link ist in der Videobeschreibung. Und wenn ihr Tierpfleger seid und sagt, ey, ich will mal in eine neue Stadt, Tierpark Berlin oder Zoo, alles in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Und ihr schreibt jetzt Bison in die Kommentare und könnt dieses Bison gewinnen. Nein, könnt ihr nicht, aber schreibt Bison in die Kommentare. Wie wird ein Bison geschrieben? B-I-S-O. Ach, so einfach. Okay, ja. Tschüss. Jetzt sind wir gleich bei einer... Der Aaron meint's ja nicht böse. Er ist nur, wie viele andere natürlich auch, etwas uninformiert und kennt sich natürlich nicht aus und hat natürlich auch gar keine kritische Frage gestellt. Das ist ja ein wunderschönes Werbevideo für den Zoo und den Tierpark. Top. Nochmal Kudos. Geil, sich so Influencer ins Team zu holen, die das alles richtig geil machen. Top. Ist ein smarter Move. Ja, muss man ihn lassen. Aber haben wir irgendwas über Artenschutz gehört? Oder über Tierwohl? Oder sonst? Nee, es ging eigentlich nur um Kacke, Füttern und wie viel Spaß das alles macht. Nicht ein einziges Mal wurde gefragt, wie geht's denn den Tieren? Was tut ihr denn für den Artenschutz? Also von daher, Aaron, wenn dir irgendjemand von dem Video erzählt, und ich glaube, das werden einige Menschen, nicht böse sein, aber ab jetzt vielleicht nochmal kritischer reingehen in die Thematik. So wie männliche Giraffen miteinander kämpfen. So muss man reingehen in die Thematik. Und mach mal irgendwann vielleicht mal ein Praktikum bei einem Artenschützer oder bei einer Naturfotografin. Das wäre geil. Fände ich auch gut. Ist bestimmt auch spannend. Da muss man keine Kacke wegmachen. Da muss man sie nur identifizieren. So, in diesem Sinne, peace out.